So, guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Hannover 96. Ich begrüße ganz herzlich unsere Gäste aus Hannover, begrüße die Trainer Taifun Korkut und Lucien Favre und unsere Gäste in den VIP-Bereichen und im Stadion, die zuschauen können. Herr Korkut, bitte Ihr Statement zum Spiel. Ja, zunächst einmal Glückwunsch. Ich denke, es war ein verdienter Erfolg von Borussia Mönchengladbach. Und uns haben 25 gute Minuten nicht gereicht. Die reichen auch nicht in dem Bundesligaspiel, um dann letztlich was mitzunehmen. Wir haben in der ersten Halbzeit, obwohl wir sehr tief standen, es nicht geschafft, dann auch in den richtigen Momenten den Ball zu gewinnen. Und hatten einfach da Schwierigkeiten. Ein bisschen Glück dann, dass wir das Tor nicht vorher bekommen haben und gehen dann mit dem 1-0 in die Halbzeit, was letztendlich verdient war. Kommen dann raus, wollten dann ganz klar offensiver agieren, was die Mannschaft dann auch umgesetzt hat, und wir waren dann auch besser im Spiel, haben dann die eine Möglichkeit mit dem Kopfball, dann nochmal zwei so halbe Chancen, wenn man sie so bezeichnen kann, mit Joselu, schaffen es nicht, sind aber diese 25 Minuten auf einem guten Niveau auf dem Platz und bekommen dann das zweite, und danach war es dann wirklich schwer und letztendlich dann auch ja, ein verdienter Heimsieg für Borussia. Vielen Dank, Taifun Korkut. Lucien, bitte deinen Kommentar. Guten Abend. Ich denke, wie meine Kollege gesagt hat, dass unser Sieg war verdient. Wir haben das Spiel kontrolliert. Wir sollten das Spiel in der ersten Halbzeit vor allem machen. Wir haben das gut beherrscht, sehr hoch gespielt, viel Ball besitzt, aber es hat die Effizienz gefehlt. Wir machen ein Tor 3 Minuten vor der Halbzeit. Es ist hier gut gespielt vor Hazard, eine super Flanke, scharf, aber die Abwehr muss das haben. Die Abwehr der Ball geht zwischen 4 Abwehrspieler. Sie vergessen zu verteidigen und Hermann ist da, weil Hermann geht gern in den Strafraum und deshalb macht er heute 2 Tore. Wir sollten und wir wollten die 2-0 machen in der zweiten Halbzeit. Das war unser Plan, weiter nach vorne spielen. Es war schwer für uns. Die ersten 15, 20 Minuten waren wir nicht so gut konzentriert. Wir haben Hannover lassen spielen und haben vergessen, weiter zu pressen. Aber es ist sehr schwer, 90 Minuten zu pressen, natürlich. Und sie haben ein paar Möglichkeiten, das ist klar. Kopfball Joselu beim Ecke und nachher, es war zweimal ein wenig Limit. Noch einmal, es ist eng psychologisch, wenn wir die 1-1 kassieren, boah, weiß nicht, was passiert. Aber insgesamt haben wir klar verdient zu gewinnen. Wir müssen einfach die effizienter finden. Weil wir haben trotzdem mehr Möglichkeiten als 2 Tore zu machen. Und zweites Tor war sehr, sehr gut vorbereitet. Es war klasse gespielt. Aber es ist wieder Hermann, der geht in die richtige Moment durch seine Schnelligkeit und seine Wille in der Strafraum. Und der letzte Schuss, so, es fehlt ein wenig. Und Rafael macht 2 Tore in Mainz, jetzt Hermann 2 Tore. Ja, man muss, ja, ein wenig mehr effizient sein, vor allem wenn wir so dominieren. Danke, Lucien. Gibt es Fragen an die Trainer? Bitte ich um Handzeichen. Wir kommen mit den Mikros zu Ihnen. Dort hinten Henning Maid für Sport 1 fängt an. Herr Korkut, wenn der Erfolg ausbleibt, wird irgendwann zwangsläufig über den Trainer gesprochen und seine Arbeit hinterfragt. Wie sehr sehen Sie sich in der aktuellen Situation unter Druck? Dass über mich gesprochen wird, ist, glaube ich, normal. Das ist auch ein Teil dieses Geschäfts, wenn die Ergebnisse nicht da sind. Ich habe trotzdem eine Aufgabe und die Aufgabe, an der halte ich fest, das heißt, die Mannschaft so gut wie möglich vorzubereiten von Woche zu Woche und es dann zu schaffen, erfolgreich zu spielen. Das ist uns heute auch nicht gelungen gegen einen sehr, sehr guten Gegner, und jetzt haben wir die nächste Möglichkeit in einem Heimspiel, und das heißt, ab morgen dann wieder den Kopf hoch und uns vorbereiten, und das ist das, was ich beeinflussen kann, und das ist das auch, was ich beeinflussen werde die nächsten Tage.
Christian Hornung für die Bild. Patrick Herrmann hat ja die letzten Jahre immer 6 Tore gemacht, jetzt ist er bei 8 Toren angekommen, obwohl er diese Saison so viel Konkurrenz hat wie nie mit 5 starken Flügelspielern. Braucht er diese Konkurrenz? Ich denke nicht. Er macht Fortschritte, kleine Fortschritte, aber sicher, er macht seine Fortschritte und er will immer Tore schießen. Er ist, sag mal, er sieht den Strafraum und er geht. Und er will das, das ist wichtig. Deshalb konnte er eventuell manchmal auch uns helfen als Stürmer. Aber er hat lieber auf der Seite zu spielen. Und ja, hat auch gut gespielt. Er bewegt sich besser zwischen den Linien. Er hat noch viel zu tun, weil die 1 gegen 1 Situation zum Beispiel manchmal auf seine rechte Seite und so. Aber ist noch für mich extrem jung, 24 ist für mich nur ein Kind. So. Ja. Sonst noch Fragen? Bitte dort der Kollege mit der blauen Jacke. Teil von einigen Spielern haben eben von einer katastrophalen ersten Halbzeit gesprochen. Hast du eine Erklärung dafür? Ihr habt ja einen Plan gehabt, ihr wolltet ein bisschen tiefer stehen, warum das trotzdem so gar nicht funktioniert hat so richtig? Ja, zunächst hat Gladbach den Ball erstmal sehr, sehr gut laufen lassen. Wir wollten es so ähnlich machen wie auch gegen die Bayern. Und es ging nicht nur darum, dass wir die ein oder andere schwierige Situation haben werden. Das wussten wir. Das wussten wir vorher und dass wir da auch sehr, sehr eng gestaffelt stehen wollten, das wussten wir alles. Die andere Sache war, dass wir einfach diese 50-50 Zweikämpfe, die haben wir auch nicht gewonnen, hatten auch sehr, sehr wenig Entlastung. Und eigentlich, als sich das Spiel ein bisschen beruhigt hat, bekommen wir dann dieses Gegentor und mussten so in die Halbzeit gehen. Es war eine absolute, ja, mutlose erste Halbzeit, denke ich. Obwohl wir von der Höhe her genauso standen wie gegen die Bayern. Und da haben wir einiges missen lassen, aber wie gesagt, die Reaktion dann in der zweiten Halbzeit von der Mannschaft, dass sie dann alles nochmal probiert hat, dieses Spiel oder dieses Tor zu machen, um dann den Ausgleich zu erzielen und dann vielleicht das Spiel wieder auf unsere Seite zu lenken, die war da, das hat man gesehen bis zu dem zweiten Gegentor und letztendlich danach war es sehr, sehr schwierig und dann ist es auch schwierig, gegen so eine Top-Mannschaft zurückzukommen. Christian Hornung für die Bild nochmal. Gladbach hatte ja in der ersten Halbzeit 93% angekommene Pässe, am Ende immer noch 90%, obwohl sie ja sehr nach vorne gespielt haben. Ist das so eine Statistik, die diese Saison den Unterschied ausmacht, dass man ganz oben spielt? Ja, wir haben viele Fortschritte gemacht bei Ballbesitz, fast Powerplay. Und die Bewegung ist wichtig. Wir können den Ball besser kontrollieren. Und man sieht das klar bei Ballbesitz. Auch gegen Sevilla haben wir fast 80% Ballbesitz gegen Sevilla, ob wir nicht gewonnen haben. Ist klar, aber für mich, wie schon lange gesagt, wir müssen uns auf fast alle Fälle vorbereiten. Konter spielen, Spielaufbau, Spiel bei Mittellinie und hoch spielen und der Ball beherrschen. Das sind Phasen, die brauchen viel Zeit, das zu beherrschen. Aber wir machen das momentan gut, nicht immer. Zum Beispiel hier gegen Freiburg, er ist heute Tabelle Nummer 16. Freiburg ist eine gute Mannschaft, sie haben top gespielt gegen uns und mit fast 65% Ballbesitz. Manchmal ist es so, die anderen sind besser und du musst sehr gut verteidigen in dieser Situation.